Das Wort zum Montag. Moin, moin, ihr Viehdiebe und Viehdiebrinnen. Dass ich heute Morgen mit dem Holzhammer geweckt wurde, verspricht echt eine gute Woche zu werden. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn wir kriegen frei diese Woche. Und zwar an allen Tagen, die mit R beginnen, bekommen wir frei. Dass ich hier mit dem Buch stehe, mit meinem eigenen Buch, das macht heute durchaus Sinn. Heute hat das mal Sinn. Ich kann zwar kein Buch wie Goethe schreiben, aber ich kann mein eigenes schreiben. Und ich kann euch daraus vorlesen. Carlyle hat gesagt, in Büchern liegt die Seele aller gewesenen Zeit. Zugegeben, das ist intellektuell vielleicht ein klein wenig überladen. Deswegen gibt es jetzt mal einen Spruch von Groucho Marx. Der hat gesagt, Fernsehen bildet. Immer wenn Fernsehen an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese. Ich lese auch, und zwar euch, etwas aus meinem Buch Kultur statt Banause vor. Denn darin steht das neue Wort zum Montag. Das heutige Wort zum Montag ist eine asiatische Weisheit und sie heißt, es gibt drei Wahrheiten. Deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit. Da kann man ruhig mal drüber nachdenken. Goethe hat dazu gesagt, wir sind alle so borniert, dass wir immer glauben, Recht zu haben. Vielleicht hat er recht. Cato Censorius hat gesagt, derjenige kommt den Göttern am nächsten, der auch mal schweigen kann, wenn er im Recht ist. Sehr schön, ne? Wir erinnern uns, es gibt drei Wahrheiten. Deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit. Welche Wahrheit nun die Wahrheit ist, ich denke, das weißt du selbst am besten. Schöne Woche. Bis gleich. Übrigens, ich würde nie einen Club beitreten, der solche Leute wie mich aufnimmt.